Hi und schön, dass du heute da bist. Ich freue mich super, dass du Lust hast, mit mir Kalligraphie Weihnachtskarten zu machen. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar werden wir auch noch eine kleine Tischkarte machen. Wir werden heute mit super einfachen Mitteln eine Klappkarte mit zwei verschiedenen Stiften machen. Also eine sehr weihnachtliche Karte, eine Karte in Grün und Rot, also den typischen Weihnachtsfarben. Dann werden wir eine etwas modernere Karte machen in schönen Blautönen. Alles, was du brauchst, sind Filzstifte in verschiedenen Farben und natürlich deine Kalligraphiefeder und die Karten bzw. fester Karton, auf dem du dann gut schreiben kannst, die du dann zu einer Karte zusammenfalten kannst. Als drittes möchte ich dir zeigen, wie du wunderschöne Tischkärtchen mit Gold und einer Bandzugfeder selbst machen kannst. Lass uns einfach direkt beginnen. Als nächstes werden wir diese kleine Weihnachtskarte hier gemeinsam machen. Die ist wirklich ganz einfach und schön und schnell zu machen. Du kannst daraus ein tolles Familienprojekt machen. Für unsere Karte habe ich hier eine ganz einfache kleine weiße Faltkarte gekauft. Die ist wirklich nichts Besonderes. Das ist so ein, ja, ich denke mal, dickerer Zeichenkarton. In dem Set waren ja 25 Stück drin, also echt günstig. Das ist einfach weiß. Das ist im gefalteten Format DIN A6 und das eignet sich sehr gut, um hier mit dem 2,4er Parallel Pen oder aber auch mit 2,4er Bandzugfedern zu arbeiten. Ich habe mir hier schon meine Hilfslinien vorgezeichnet und jetzt kann ich direkt anfangen zu schreiben. Wenn ich kalligrafiere, habe ich natürlich immer meinen Schmierzettel dabei und schaue hier, ob die Farbe auch gut läuft. Und hier sieht man, am Anfang hätte es mal schon gleich mal nicht funktioniert. Das heißt, es ist immer gut, wenn man die ersten Linien, bevor man anfängt oder wenn man den Stift kurz zur Seite legt, immer ein paar Linien so zum Test macht. Ich schreibe jetzt also hier Merry Christmas in die Karte. Jetzt habe ich hier ganz fix Merry Christmas geschrieben. Das ist natürlich jetzt ein englischer Text, aber den versteht wirklich inzwischen wahrscheinlich in Deutschland jeder. Und jetzt werden wir gleich hingehen und den mit ganz einfachen Filzstiften dekorieren. Ich habe hier dieses kleine Set von Stabilo und nutze hier einfach nur das Grün und das Rot. Mehr Farben brauche ich nicht, das heißt, ich habe hier meinen Füller, den ich ja sowieso habe, und zwei Filzstifte. Das sind einfach die ganz normalen Spitzen, die kennst du wahrscheinlich. Und die sind wirklich super einfach zu bedienen. Da musst du auf eigentlich gar nichts achten. Wenn unsere Kalligrafie jetzt getrocknet ist, dann können wir beginnen mit dem Grün. Und ich setze hier einfach an. Am Anfang fühlt sich das vielleicht ein bisschen komisch an. Aber ich fange jetzt an, hier so ein Oval einfach so ein bisschen schräg in ganz vielen Kreisen rumzuzeichnen. Also ich beginne hier und es muss auch gar nicht ordentlich sein. Es geht darum, dass ich möglichst viele Linien habe, damit das hier ein bisschen Fülle bekommt. Die können sich auch gerne mal überschneiden, ein bisschen unordentlich sein. Hier kragt mal was aus, hier auch. Es muss, ja, eigentlich ist es sogar je unordentlicher, desto besser. Dann sieht es nämlich natürlicher aus. Jetzt sieht es erstmal aus wie so ein kleines Ei. Und jetzt gehen wir hin. Wir können hier einfach mal an der Seite so ein paar Linien rauskragen lassen. Hier geht mal einer da lang, hier nach oben, da nach unten, hier auch außen lang und auch vor allem hier auch rein, denn da haben wir ja jetzt schön viel weiße Fläche. Und jetzt gehen wir hin an diese Linien und malen einfach ja, so einen kleinen Kamm hin. Also wir malen so eine kleine Feder mehr oder weniger. Zeichnen ganz schnelle, leichte Striche. Müssen uns da auch gar nicht jetzt irgendwie großartig Mühe geben, denn das ist wirklich eine ganz leichte und schnelle Karte und sie hat einen sehr schönen Skizzenstil. Also wirkt sehr authentisch und schnell gemacht und vor allem das Schöne ist, wenn du jetzt zum Beispiel hier kalligrafierst,
dann kann dein Kind oder dein Enkelkind kann hier ganz einfach diese Deko drumherum machen. Denn das ist wirklich kinderleicht, das kann einfach jeder. Deswegen habe ich hier auch einen ganz unempfindlichen Stift genommen. Das heißt, du kannst daraus jetzt in der Vorweihnachtszeit noch ein schönes Familienprojekt machen. Natürlich kannst du das auch einfach selber zeichnen, denn ich muss sagen, das ist eigentlich ja, ziemlich entspannend. Das ist jetzt ein bisschen grün. Grün mit Schwarz ist ja ganz hübsch soweit, aber da fehlt mir noch ein bisschen Farbe. Das heißt, ich gehe hier rein und setze hier noch so einen kleinen Kamm hin. So zwischen die Punkte, also zwischen die Flächen, die ich hier schon habe, möchte ich noch ein paar rote Farbtupfer setzen. Und schau dann, wo ist denn hier noch sehr viel weiße Fläche und die möchte ich ausfüllen. Setz also erstmal einen Strich nach oben und dann oben dran so einen kleinen Kamm oder so einen kleinen Fächer, der so nach außen aufgeht. Und dann schaue ich mal, wo fehlt hier noch was, hier könnte noch unten was hin. So ganz frech in der Mitte raus. Hier unten würde noch was hinpassen. Hier oben können dann vielleicht mal zwei nebeneinander. Es muss auch wirklich gar nicht ordentlich sein. Also es ist kinderleicht, das kann jeder. Und ja, jetzt sind wir soweit schon mal mit dem Grün fertig, würde ich sagen. Jetzt nehmen wir das Rot und setzen hier kleine rote Punkte oben an diese Kämme dran. Die müssen gar nicht an jeden Strich einen Punkt, sondern können ruhig mehr sein. Eine kleine Punktwolke. Und das sind ja die kleinen roten Beeren, die man so von Weihnachtskränzen kennt. Was ist das eigentlich? Ist es Hagebutte? Nee, die müsste schon weg sein, ne? Ich weiß es gar nicht. Also ihr seht, ich bin auch ein Weihnachtslaie, aber man kennt ja diese Optik. Und da male ich jetzt einfach ganz schnell ein paar Punkte dran und wie gesagt, es ist so kinderleicht, das kann jeder, das können eure Enkelkinder machen. Hier mache ich das mal noch ein bisschen enger zum Beispiel, denn umso fülliger es aussieht, umso schöner ist es. Muss nur ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu eng wird, ansonsten wird das eine große Fläche und das wirkt dann doch nicht mehr so. Du kannst auch mal ein paar Punkte größer machen und dann mit der Spitze ein paar kleine zwischendurch. Weil wenn du merkst, wie hier zum Beispiel, das sind mir jetzt zu viele kleine, suche ich mir ein paar raus und mache die einfach größer. Setz einfach ein paar dicke Punkte mit rein. Und so mache ich das jetzt bei jedem dieser Kämme, die ich hier gezeichnet habe. Und da sehen wir dann, dass wir hier schöne rote Farbtupfer mit reinbekommen. Und so kann man ganz, ganz schnell ganz viele hübsche Weihnachtskarten machen, die alle selbst gemacht sind. Und wie gesagt, du kannst ein Familienprojekt daraus machen und die ganze Familie mit einbeziehen. Zum Beispiel auch vielleicht den Ehemann oder Freund oder eben die Kinder und Enkelkinder. Je nachdem, jeder macht dann das, was ihm am liebsten ist. Es ist ja so, dass zum Beispiel viele Männer lieben ja Kalligrafie und die Frauen oder die Kinder, die zeichnen dann lieber und machen dann die Deko drumherum. Und wenn das jetzt alles getrocknet ist, dann kann ich hinterher noch die Bleistiftstriche wegradieren. Und dann habe ich hier eine wunderschöne selbstgemachte Karte. Das hat wirklich nicht lange gedauert, keine 10 Minuten. Dann kann ich hier meinen Text reinschreiben und die Karte in einem schönen Umschlag einfach verschicken. Als nächstes werden wir diese blaue Frohes Festkarte machen. Und die ist einfach mal was ganz anderes, was Frischeres, die nicht die klassischen Weihnachtsfarben benutzt. Und ich nehme hier auch einfach wieder die Klappkarte, die ich schon vorher benutzt habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Mitmachen. Wenn du davon Fotos machst, dann poste sie bitte gerne auf Instagram, Facebook oder wo auch immer und verlinke mich doch mit @farbcafe. Ich würde mich natürlich freuen. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr mitmacht und auch schöne Karten für euch gestaltet. Ich habe mir hier wieder meine Hilfslinien vorgezogen, damit ich weiß, wo so grob die Mitte ist. Diesmal wird die Schrift ein bisschen weiter linksbündig sein. Ich habe hier schon meine Hilfslinien für zwei Zeilen vorgeschrieben und jetzt schreibe ich hier Frohes Fest hinein.
Beim Kalligrafieren muss man immer ein bisschen darauf achten, dass man sich nicht verschreibt. Also das passiert wirklich nicht selten, dass man so auf die Form der Buchstaben konzentriert ist, dass man dann einfach mal Buchstaben vergisst. Das ist jetzt aber, natürlich ist das tragisch, aber das ist jetzt nichts, ja, Ungewöhnliches. Das passiert den Besten. Hier habe ich jetzt in Fraktur ganz schnell frohes Fest geschrieben. Du kannst natürlich schreiben, was du möchtest, zum Beispiel frohes neues Jahr oder so, aber ich wollte jetzt nicht zu viel Zeit verwenden darauf. Und jetzt werden wir diese Karte weiter gestalten. Ich habe hier meine stabile Stifte, also Werbung unbeauftragt. Das sind einfach super Filzstifte, die ich wirklich schon seit der Grundschule liebe und immer benutze. Ich habe hier so ein, wie viel sind das? 20 Stifte, kann ich hier aufklappen. Und ich möchte jetzt hier den Bereich Blau benutzen. Also ich werde jetzt hier diese drei Blautöne verwenden. Um das frohes Fest einmal einzugraben, nehme ich das hellere Blau und mache hier eine, ich sag mal, ganz ungleichmäßige Kreisbewegung. Sieht am Anfang immer ein bisschen seltsam aus. Kann auch sehr unordentlich sein, das ist gar kein Problem. Jetzt habe ich hier ein hübsches kleines Ei gezeichnet. Als Dekoration kann ich jetzt hier zum Beispiel skizzenmäßig vereiste oder eingeschneite Tannenzweige machen. Das heißt, ich mache die Tannenzweige einfach in einem hellen Blau. Und bei so einer modernen Karte ist das ja auch in Ordnung, dass die Farben auch nicht immer stimmen. Du kannst hier zum Beispiel, wenn du jetzt selbstständig bist und Firmenfarben hast, kannst du natürlich deine Firmenfarben benutzen oder du benutzt einfach die Lieblingsfarben. Du kannst jede Farbe nutzen, die du möchtest. Es ist ja eine moderne Karte, die muss nicht unbedingt die klassischen Weihnachtsfarben haben. Ich zeichne hier einfach wieder ganz schnell und einfach diese kleinen Zweige dran. Als kleiner Eyecatcher und um die Farbfläche ein bisschen aufzubrechen, nehme ich jetzt hier auch mal dunklere Zweige, nehme das dunklere Blau und zeichne hier einfach mal ein paar andere Zweige mit rein. Das bricht die Eintönigkeit der Farbe auf und harmoniert dann schön, dass die Fläche einfach nicht zu langweilig wird. Du kannst immer dahin gehen, wo sehr viel von der gleichen Farbe ist. Und zeichnest hier einfach mal ein bisschen was rein. Schon wird das Ganze ein bisschen aufgebrochen und bekommt noch so einen richtig eisigen, kalten Charakter, wie es wirklich, wie man sich weiße Weihnachten vorstellen würde, die wir inzwischen leider nicht mehr so häufig haben. Aber naja, deswegen machen wir das ja auf die Karte. Wie du siehst, gehe ich hier auch teilweise aus dem Kranz wieder raus. Das mache ich jetzt hier, weil hier zum Beispiel habe ich so eine kleine Delle im Kreis. Das ist einfach meiner Handbewegung geschuldet und dadurch, dass ich jetzt hier so einen dunklen Zweig mit reinsetze, wird das Ganze wieder ein bisschen aufgebrochen bzw. ja, ein bisschen gleichmäßiger. Jetzt nehme ich das ganz dunkelblau, gehe jetzt hier nicht rein, sondern male jetzt hier kleine Kreuzchen. Das kannst du dann sehen, entweder als Sterne oder Schneeflocken. Die male ich einfach nur ganz leicht mit der Spitze. Die müssen gar nicht wirklich ordentlich sein. Alle ein bisschen anders, größer, kleiner. Hauptsache, sie sind relativ dünn und gut verteilt. Jetzt nehme ich wieder das helle Blau und setze dazwischen noch weitere. Schaue ich immer, wo noch ein paar weiße Flächen sind. Da setze ich noch ein paar mehr rein. Ich habe jetzt hier eine frische, moderne
ganz einfache und schnelle Karte gemalt. Und die kann man natürlich auch wieder als Familienprojekt nehmen. Einer kalligrafiert, der andere malt. Oder du machst alles selbst. Du kannst ganz individuell sein, deine eigenen Farben benutzen. Oder jetzt, wie in diesem Fall, ein helles Blau mit einem dunkleren Blau schön vermischen. Und bekommst so eine Karte in einem ganz anderen Look. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wir können natürlich für unsere Weihnachtstafel, wenn wir Gäste haben, auch wunderbar kleine Tischkärtchen machen. Ich habe hier eine schöne Faltkarte in Schwarz, das ist schwarzer Karton. Wenn man jetzt hier drauf kalligrafiert, zum Beispiel hier mit den Metallic-Farben von Feintech, dann können wir wunderschöne, edle Karten machen. Ich zoome jetzt einmal ran, damit du genau siehst, was ich mache. Um die Farbe zu aktivieren, nehme ich einen Pinsel mit Wasser. Ich nehme hier jetzt das Moon Gold, weil das ein sehr helles Gold ist und ich denke, dass es auf dem schwarzen Papier wirklich am besten aussieht. Es ist eine Mischung aus Silber und Gold, würde ich sagen. Und damit das gut funktioniert, nehme ich relativ viel Wasser und rühre das wirklich sehr, sehr lange, da man wirklich eine sehr dicke Tinte daraus machen kann. Die Konsistenz ist jetzt schon ganz gut, würde ich sagen. Also du siehst vielleicht, dass es so ein bisschen milchig ist, so ein bisschen dickflüssig. Jetzt nehme ich hier meine Bandzugfeder und befülle sie von hinten mit dem Pinsel. Das ist wirklich ganz einfach. Ich fülle hier ein bisschen einfach von der Metallic-Aquarellfarbe hinten rein. Noch ein bisschen was vorne dran, aber auch nicht zu viel, es soll ja nicht tropfen. Im nächsten Schritt nehme ich mein Schmierpapier her und probiere erstmal aus, ob das hier wirklich gut funktioniert. Also hier sieht man schon, am Anfang ist es ein bisschen holprig, bis die Farbe wirklich gut in der Feder verteilt ist, aber nach ein paar Strichen sieht man schon, dass es einen sehr satten Farbauftrag gibt. Das heißt, jetzt können wir direkt auf unsere Karte gehen. Hier ist jetzt meine schwarze Karte. Wie du siehst, habe ich mir schon mit Bleistift ganz leicht Vorzeichnungen gemacht, damit ich weiß, wo hier die Mitte ist, damit ich schon mal gut kalligrafieren kann. Ich habe hier wieder meine Grundlinie, die X-Höhe und die H-Linie oben. Ich beginne jetzt direkt, dass ich hier wieder immer schön darauf achte, die Feder im 45-Grad-Winkel zu haben und beginne jetzt hier direkt den ersten Namen zu schreiben. Also ich schreibe jetzt hier André. Und wie du siehst, ist die Farbe wirklich wunderschön auf der Karte. Den Unterschied zwischen dem weißen Silbergold und der schwarzen Karte, der ist wirklich phänomenal schön. Zwischendurch benetze ich immer die Feder mit neuer Tinte, sage ich mal. Und zwischendurch streiche ich sie immer nochmal ab. Es ist auch gar nichts Schlimmes dabei, wenn man sich zwischendurch ein bisschen Zeit lässt. Denn die Buchstaben sollen ja auch schön werden. Und wer sich zu sehr beeilt, der schreibt zweimal. Vor allem wollen wir uns ja auch nicht verschreiben. Das passiert nämlich auch ganz gern. Gerade beim Kalligrafieren, wenn man dann schon mit den Gedanken wieder beim nächsten Buchstaben ist, dann ist das doch nicht selten, dass man sich mal komplett verschreibt. Und das wäre natürlich super schade. Und gerade wenn man mit den Metallic-Aquarellfarben schreibt, dann muss man auch darauf achten, dass man langsam schreibt, dass sich die Tinte nur sehr langsam von der Feder runter bewegt. Jetzt siehst du, dass ich hier André geschrieben habe in Frakturschrift. Das gleiche mache ich dann natürlich auch noch auf der anderen Seite. Immer schön vorsichtig sein, langsam arbeiten. Hier sieht man jetzt schon, dass die Farbe auf der Tinte zu Neige geht. Das sieht man daran, dass der Strich ein bisschen dünner wird. Das heißt, ich gehe jetzt in das Gold, mische das wieder ein bisschen an, weil es wirklich sehr schnell wieder eintrocknet und fülle jetzt meine Feder neu. Und jedes Mal, wenn ich meine Feder neu befülle, gehe ich natürlich hin und mache neue Teststriche. Schaue dann so lange, dass ich die Tinte abstreife, bis keine dicken Kleckse mehr kommen und dann gehe ich erst wieder an die Karte. Jetzt habe ich hier zweimal den Namen André zu stehen. Hier verstärke ich nochmal die H-Linie ein bisschen. Die ist mir zu dünn und sie soll ja auch wirken, gerade auf dem schwarzen Karton. Nach dem Schreiben reinige ich meine Feder, indem ich sie ins Wasser tunke und dann mit einem Krepptuch
gut abdrücke. Es ist wichtig, weil die Federn sehr schnell rosten. Deswegen muss die Feuchtigkeit dann auch so schnell wie möglich wieder von der Feder runter, damit sie dann auch gut trocknen kann. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr drückt, sondern ansonsten kann man sich die Feder auch zerdrücken und dann ist sie kaputt. Eine Feder ist zwar immer ein Gebrauchsgegenstand, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Wenn man mit der Feder schreibt, dann muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass man sich am besten mehrere holt. Denn es sind Verschleißgegenstände, die gehen relativ schnell wirklich kaputt. Wenn unsere Karte dann komplett getrocknet ist, dann können wir natürlich die Bleistiftstriche auch ganz vorsichtig wieder wegradieren. Oder wir lassen sie einfach dran, weil ich denke, das ist jetzt auch gar nichts Schlimmes. Und so kann man die Karten dann auf die Weihnachtstafel stellen. Und wenn man jetzt eine größere Familie hat oder auch mal andere Freunde oder Bekannte einlädt, dann wissen auch beide Seiten, also jeder weiß, wo er sitzt, und die Gegenüber wissen dann auch, wie der Gesprächspartner heißt. Wenn du dieses Beispiel umsetzt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du davon mal ein Foto postest, zum Beispiel auf Instagram, und mich dann unter @farbcafé verlinkst. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie du diese Tischkarte noch etwas weiter verzieren kannst. Im Moment steht ja nur der Name drauf. Das ist an sich ja auch wunderschön, sehr elegant und sehr schlicht. Aber du kannst natürlich noch einen Schritt weiter gehen. Und anhand dieser Karte zeige ich dir zwei unterschiedliche Versionen, so wie ich das jetzt mache. Die erste Version ist quasi die Seite, die die anderen sehen. Das heißt, wenn das so auf deinem Tisch steht, ist das die Seite, die die anderen Gäste sehen, und diese Seite mache ich dann später. Das ist die Seite, die der Gast sieht. Ich befeuchte also wieder das gleiche Moongold, das ich auch vorher schon hatte. Ich habe jetzt hier einen Nuller-Pinsel, der ist von Da Vinci Cosmotop Spin. Den Pinsel finde ich richtig schön und in Null ist er auch schön klein, dass man hier ganz leicht und schön verzieren kann. Ich habe die Karte hier gefaltet. Und jetzt zeige ich dir, wie ich das mache. Und zwar ist es wirklich ganz einfach. Ich male hier einfach den Rand an. Das muss gar nicht richtig ordentlich sein. Das kann ruhig noch zu sehen sein, dass es mit dem Pinsel gemacht ist. Das ist ja gerade der Charme an handgemachten Sachen. Ich zeichne also hier jetzt mit dem Gold, mit dem gleichen, das ich vorher hatte, so einen schönen Rahmen drumherum. Ich nehme hier als Maßstab quasi die Dicke des Pinsels und pinsel ich mich hier einmal um den Rand. Ich muss natürlich beim Umgreifen aufpassen, dass ich hier nicht in die flüssige Farbe greife, aber es ist wirklich eine sehr, sehr einfache, schnelle und sehr schicke Version, die Karte noch ein bisschen weiter aufzupeppen. So sieht die Karte jetzt aus. Ich muss sie ein bisschen runterdrücken, damit sie nicht aufklappt. Und jetzt siehst du, hier unten ist noch ein bisschen Platz. Jetzt nehme ich die Spitze meines Pinsels und kann jetzt hier ganz leicht ein paar Kreise zeichnen. Die muss ich gar nicht komplett ausfüllen, wenn aber doch, ist auch nicht verkehrt. Einfach ein bisschen dekorativ ein paar Kreise mit der Spitze. Dann nehme ich wieder den Pinsel und zeichne mir hier einen kleinen Bogen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich natürlich nicht in die Farbe greife. Zeichne mir hier einen zweiten Bogen. Versuche, dass er ungefähr auf gleicher Höhe aufhört. Und dann zeichne ich hier ganz leicht, so wie wir es schon kennen, tolle kleine Zweige hin. Das geht wirklich ganz leicht. Die müssen auch gar nicht super ordentlich sein. Das Tolle an diesen Karten ist eben, dass sie gold und schwarz sind. Das heißt, darauf liegt das Augenmerk und darauf, dass alles glänzt und glitzert. Und jetzt haben wir schon die erste Seite der Karte gemacht. Du siehst, es glänzt, es glitzert, es schimmert. Jetzt muss das noch ein bisschen trocknen. Dadurch, dass wir die Karte umgeklappt haben, sehen wir jetzt hier, wenn wir aufklappen, endet die Deko wirklich in der Mitte. Das heißt, die Rückseite hat davon nichts abbekommen. Jetzt können wir das hier aufklappen. Wir setzen jetzt hier neben den Namen eine kleine Deko. Der Name ist ein bisschen nach links gerückt. Wir setzen jetzt hier eine Deko hin, die den Platz ein bisschen ausfüllt. Jetzt gehe ich wieder in die gleiche Farbe rein. Jetzt können wir uns aussuchen, was wir machen. Wir können jetzt hier wieder Kreise zeichnen, quasi Weihnachtskugeln. Wir können Zweige zeichnen.
Aber ich werde jetzt hier einen kleinen, sehr stilistischen Tannenzapfen malen. Und zwar fange ich hier mit der Pinselspitze an und setze hier so kleine, sie sehen aus wie Dachschindeln, aber ich setze sie alle so zusammen. Das mache ich hier oben nochmal. Bilden immer so eine kleine Reihe. Und je nachdem, wie ich die anordne, können sie dann natürlich auch sich zum Beispiel ein bisschen öffnen zur Seite. Jetzt kann ich noch hingehen, hier mit der Pinselspitze noch sowas wie einen Zweig dazu malen. Ich setze hier einfach mit der Pinselspitze an und zeichne quasi die Konturen eines vollgeschneiten Zweiges. Jetzt kann ich natürlich noch hingehen und hier wieder mit der Pinselspitze ganz kleine Sternchen zeichnen. Einfach kleine Kreuzchen. Jetzt ist es hier relativ voll und da drüben leer. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mit der Hand in die Farbe komme. Und zeichne jetzt hier noch ein paar kleine Kreuzchen. Man kann auch ein paar Punkte nehmen, einfach hier. Ein paar kleine Dreierpünktchen. Die Kombination aus drei Objekten ist immer ganz charmant. Man kann auch drei Dreiergrüppchen nehmen. Das entspricht auch dem gleichen Prinzip. Hier auch dann drei Sternchen nebeneinander in einer kleinen Dreierkonstellation. Und so hat der Gast, der sitzt und seinen Namen auch die ganze Zeit vor Augen hat, hat noch was zu schauen, während die anderen gegenüber eine schöne Übersicht haben, wie die Menschen heißen, die da sitzen und die wirklich darauf bedacht ist, die Lesbarkeit einfach zu machen. Und hier hat man noch was zu schauen. Ich hoffe wirklich, dass dir die Anleitungen, diese kleinen süßen Weihnachtsgimmicks gefallen haben, dass du Freude daran hattest, mitzumachen. Ich hoffe, du hast mitgemacht und wenn nicht, dann hoffe ich, dass du bald wieder zu diesem Video zurückfinden wirst, um dein Weihnachten diesmal ganz entspannt und hübsch zu gestalten. Wenn du Lust hast, weiter Kalligrafie zu lernen, dann habe ich hier was für dich, denn heute öffnet mein Kalligrafie lernen leicht gemacht Videokurs. In dem Kurs lernst du, wie du diese Kalligrafie-Schrift, die ich hier auf den Karten und auf den Tischkärtchen benutzt habe, lernst. Es ist die Frakturschrift. Das ist die beliebteste und wie ich finde auch schönste Kalligrafie-Schrift mit den gebrochenen Schriften, die es gibt. Ich habe dazu in den letzten Monaten einen Kurs erstellt, einen Videokurs. Und der ist jetzt soweit fertig, dass ich ihn dir endlich zeigen kann. Du kannst den Kurs natürlich auf den Plattformen schauen, wie du möchtest. Also auf dem Handy zum Beispiel geht es auch. Das ist eine sehr wichtige Frage, die ich oft bekomme. Natürlich auch auf dem Tablet oder auf dem Rechner, wenn du noch einen hast. Ich möchte dir ganz kurz sagen, was du alles im Kurs bekommst bzw. lernst. Du bekommst Videoerklärungen zu jedem Buchstaben. Das heißt, ich erkläre wirklich jeden einzelnen Buchstaben. Jeder Buchstabe ist eine Lektion. Es gibt also kein lästiges Hin- und Herspringen in den einzelnen Videolektionen, weil die jetzt zum Beispiel zu lang sind, sondern du hast wirklich jeden Buchstaben separiert und kannst dir den Buchstaben so oft anschauen, wie du möchtest. Ich erkläre da wirklich ganz genau, wie es funktioniert. Natürlich habe ich auch, bevor wir in die Buchstaben gehen, die wichtigsten Grundübungen mit als Lektion aufgenommen. Das heißt, ich zeige dir ganz genau, wie die einzelnen Striche funktionieren, noch bevor wir in die Buchstaben gehen. Es gibt ja bei jeder Kalligrafie so einige ganz gewisse Striche, Aufstriche, Abstriche. Du kennst es vielleicht vom Lettering oder von der englischen Kalligrafie. Es gibt da ein paar Regeln, die man beachtet und die werde ich dir auch ganz genau in zwei sehr ausführlichen Lektionen zeigen. Ich werde dir auch alle Tipps geben, was du machen kannst, damit du keine Handschmerzen bekommst zum Beispiel, worauf du da achten kannst, was du üben solltest. Ich werde dir jede Art der Linie ganz genau erklären, damit du dann, wenn du in die Buchstaben gehst, schon ein richtig gutes Fundament hast. Ich werde dich die ganze Zeit begleiten, sodass du jetzt direkt ins Tun kommen kannst. Das heißt, es wird nicht so ein, ja, ich sag mal, theoretischer Kurs, in dem du viel dir durchlesen kannst oder so, sondern es sind richtige Videos, in denen du jetzt sofort mitmachen kannst. Das heißt, ich nehme dich wirklich an die Hand
und zeig dir alles ganz genau und ganz groß. Ich erkläre dir jede einzelne Linie und ja, wie gesagt, zu jedem Buchstaben gibt es eine einzelne Lektion. Das heißt, du hast wirklich das komplette Spektrum, das du zum Lernen brauchst. Es ist jetzt nicht so wie in einem Vor-Ort-Kurs, dass du jetzt vorne einen Lehrer hast und der erklärt dir was und du kommst nicht hinterher. Nein, du kannst wirklich in deinem eigenen Tempo lernen. Du kannst dir die Videos auch ganz, ganz groß anschauen. Also je nachdem, wie groß dein Display ist, habe ich aber auch schon sehr große Nahaufnahmen gemacht. Das heißt, du musst jetzt nicht ranzoomen, um was zu sehen. Du kannst es sogar auf dem Handy erkennen, was ich mache. Ich habe dir zu jedem Buchstaben die Linienreihenfolge als Grafik noch mit unter das Video gepackt. Das heißt, im Video erzähle ich dir Linie für Linie, wie du den Buchstaben konstruierst. Wenn du aber irgendwann nochmal zurückgehen möchtest und schauen möchtest, ja, wie war jetzt nochmal zum Beispiel in diesem Fall das große S, dann musst du dir ja nicht unbedingt das Video nochmal anschauen, dann kannst du einfach ein Stück runterscrollen und dann findest du da die Linienzeichnung mit der Reihenfolge der Striche. Das heißt, du kannst dir dann hier in diesem Fall anschauen, wie nochmal die Reihenfolge war, 1, 2, 3, und kannst dann aus dem Gedächtnis nochmal den Buchstaben schreiben. Ich zeige dir natürlich ganz genau, wie du die richtige Größe deiner Buchstaben bestimmst. Das ist, wie du vielleicht weißt, je nach Kalligrafie Federbreite unterschiedlich. Das heißt, mit einer 2 mm Feder hast du eine ganz andere Schriftgröße als mit einer 6 mm Feder. Und damit du das für deine Feder genau richtig machst, zeige ich dir natürlich, wie du die Schriftgröße bestimmst. Aber falls du mich noch nicht kennst, sage ich dir noch einmal ganz kurz, wer ich überhaupt bin. Ich bin die Julia von farbcafé.de. Ich habe eine Seite aufgebaut, auf der ich sehr, sehr viele Tutorials habe, sehr viele Testberichte zu kreativen Materialien. Ich habe sehr lange auch vor Ort Kurse gegeben, war in der Uni-Zeit, war ich Tutor. Ich habe also schon sehr, sehr viele Erfahrungen damit, Leuten etwas beizubringen und es macht mir halt auch richtig viel Spaß. Ich habe damals schon als Kind in den Ferien ständig neue Schriften gelernt, damals noch aus den alten, verstaubten Büchern von meinem Großvater. Und inzwischen, ja, bringe ich anderen das Kalligrafieren unter anderem und das Aquarellieren bei. Ja, und warum ich das mache, weil es mir einfach richtig viel Spaß macht, anderen was beizubringen. Und wenn es nach mir ginge, dann würde ich den halben Tag was Neues lernen und die andere Hälfte der Zeit anderen etwas beibringen. Und ich liebe es einfach, Wissen aus verschiedenen Quellen aufzusaugen, mir das Können anzueignen und das dann weiterzugeben. Und ja, ganz, ich sag mal ganz platt gesagt, gibt es nichts Besseres für mich, als ja, das Wissen mit dir zu teilen. Ich möchte dir noch einen kurzen Einblick in den Kurs geben. Und zwar sieht es hier so in etwa, eigentlich genau so sieht es im Kurs aus. Du siehst hier links die ganzen Kapitel. Ich habe hier ein paar Module schon einmal aufgeklappt. Dann siehst du rechts immer das große Video. Wenn du dann runterscrollst, dann siehst du darunter, bei manchen Videos oder bei vielen Videos habe ich nochmal den Text transkribiert. Das heißt, wenn du jetzt Informationen nochmal suchst, dann musst du nicht nochmal das ganze Video schauen, du kannst den Text überfliegen. Es gibt ja Lernmethoden, die sind ganz unterschiedlich. Manche schauen lieber, manche lesen lieber und deswegen habe ich das hier nochmal für dich runtergeschrieben. Hier siehst du nochmal ein Video im Detail, also eine Lektion. Das ist die Lektion, die Feder kennenlernen. Das sind ganz wichtige Übungen, die ich dir hier zeige. Das sind auch wirklich so fundamentale Grundlagen, die man einfach verwendet, ja, bevor man kalligrafiert. Also jedes Mal, wenn man sich aufwärmt, dann ist man ja immer noch so ein bisschen, naja, eingerostet von der Nacht oder so. Also wenn man jetzt jeden Tag kalligrafiert. Oder wenn man jetzt zum Beispiel nur zu Weihnachten kalligrafiert, muss man ja erstmal sich ein bisschen aufwärmen. Da muss man zwar nicht die ganzen Buchstaben nochmal neu lernen, aber ja, vielleicht kennst du das schon von anderen Schönschriften, dass du einfach am Anfang so ein bisschen krakelig bist. Das ist einfach nicht so hübsch. Und deswegen habe ich dir nochmal zwei ganze Lektionen gewidmet, um die Feder nochmal, ja, den Umgang damit zu lernen, falls du noch keine Erfahrung mit der breiten Feder hast. Oder eben für den Start jedes Mal, wenn du wieder anfängst, habe ich dir hier ein paar Grundlagen hinterlegt. Die kannst du dann immer üben, bevor du loslegst.
Ja, jetzt möchte ich noch mal ein paar allgemeine Fragen beantworten, die mir schon durch den Schnupperkurs, ich sag mal, untergekommen sind, die ihr mir geschickt habt. Und zwar, dieser Kurs ist für dich, wenn du bisher vor den wunderschönen Schriften zurückschreckst, obwohl du sie gerne lernen würdest. Und er ist für dich, wenn du die gebrochenen alten Schriften genauso liebst wie ich. Er ist für dich, wenn du Leidenschaft für eine ruhige und entspannte Tätigkeit hast. Das muss dir dann klar sein. Kalligraphie ist nichts, was man über den Zaun brechen kann. Das ist wirklich etwas, da geht man in sich, da ruht man in sich. Man hat vielleicht eine heiße Tasse Tee oder Kaffee oder Kakao da. Man nimmt sich die Zeit und man wird langsam immer besser. Und gerade wenn man sich der Perfektion annähert und seine Fortschritte sieht, dann merkt man richtig, wie sehr man es lieben kann. Dieser Kurs ist auch für dich, wenn du gerne etwas Neues lernst und deine Fähigkeiten ausbaust. Und der Kurs ist etwas für dich, wenn du deine Freunde und natürlich dich selbst mit wunderschönen handgeschriebenen Grüßen begeistern möchtest. Ich möchte jetzt auch noch mal ein paar Worte darüber verlieren, wann der Kurs wirklich nichts für dich ist. Da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sein, denn ich möchte wirklich niemanden enttäuschen. Der Kurs ist nichts für dich, wenn du dir schnelle Erfolge erhoffst, ohne was dafür tun zu müssen. Also du kannst sehr schnelle Erfolge haben, aber du musst üben. Der Kurs ist auch nichts für dich, wenn du keine Freude an den gebrochenen Schriften hast. Also wenn du zum Beispiel sagst, du hast nur Interesse an geschwungener Kalligraphie, also die englische Schreibschrift zum Beispiel, dann ist dieser Kurs natürlich nichts für dich. Wenn du das Üben und Kalligraphie langweilig findest oder veraltet findest, dann brauchst du den Kurs auch nicht haben. Also den Fall hatte ich tatsächlich, dass jemand gesagt hat, oh ja, der Kurs ist ja ganz nett, aber die Schrift mag ich nicht. Geht aber in diesem Kurs wirklich um die Schrift. Dann noch ein paar weitere Fragen. Eine Frage, die ich bekommen habe, war, kann ich die Videos auch ohne Laptop anschauen? Ja, klar kannst du. Also du kannst die Videos auch auf dem Handy anschauen oder auf dem Tablet. Die sind immer online. Du kannst sie dir anschauen, so oft du willst. Auch wenn der Kurs dann bald wieder geschlossen wird, dann hast du trotzdem weiterhin Zugang zum Kurs. Also wenn du ihn jetzt kaufst, hast du den Zugang. Und wenn ich ihn erweitere, bekommst du auch die anderen Videos, die dann noch dazukommen. Was passiert nach dem Kauf, war eine andere Frage. Nach der Anmeldung hier bekommst du eine Bestätigungsmail. Da drin wiederum ist ein großer Button, der dich auffordert, dich anzumelden. Und dann kannst du da dein Passwort generieren und hast so deinen Zugang zum Kurs. Und die E-Mail kommt von dem Hoster, den ich benutze, also die Plattform zur Verfügung stellt. Das ist edopage.com. Und nochmal die Frage, wie lange habe ich Zugriff auf die Videos? Deine Zugangsberechtigung ist unbegrenzt lang. Das heißt, solange wie ich generell Kurse zur Verfügung stelle oder die Plattform da ist, also ich meine, es könnte natürlich sein, dass EloPage irgendwann pleite macht. Ich hoffe nicht, also sie werden immer größer, also nehme ich nicht an, dass sie pleite machen, aber solange es die Kurse überhaupt gibt, hast du Zugang dazu. Und wenn ich die Kurse doch mal offline nehmen sollte, bekommst du natürlich die Möglichkeit, die Videos vorher runterzuladen. Na, dann bekommst du eine Nachricht von mir und kannst das eben machen. Genau, melde dich jetzt am besten direkt an. Also ich schreibe den Link zum Anmelden unter dieses Video. Das Video mit der Anleitung wird noch länger öffentlich bleiben, also es bleibt online. Aber ich werde den Kurs jetzt zu Weihnachten erstmal wieder schließen und ich weiß nicht, wie lange ich ihn schließe. Und warum ich den schließe, ist einfach eine ganz bestimmte Sache. Immer wenn sich jemand anmeldet, dann bekomme ich eine E-Mail und ich bekomme oft Nachfragen, wenn es dann doch mal Schwierigkeiten gibt. Das ist was ganz Natürliches, weil Technik spinnt ab und zu mal und dann möchte ich schnell reagieren. Oder Fragen von potenziellen Kunden oder Interessenten, sage ich mal, die noch ein paar genaue Fragen haben, was sie da erwartet, die möchte ich möglichst schnell beantworten. Also ich werde bis Weihnachten jeden Tag noch mal einmal in mein E-Mail-Postfach gucken und dann Fragen beantworten. Aber ab dem 25. bin ich erstmal bis Januar nicht da. Also ich bin komplett offline. Da kann ich dann auch keine Fragen mehr beantworten. Da kann ich auch keinen Support mehr machen. Deswegen
möchte ich da auch jetzt nicht den Kurs noch offen haben, dass dann noch neue Leute reinkommen können und dass ich dann Fragen nicht beantworten kann, die halt wichtig wären. Das möchte ich einfach nicht, da habe ich ein schlechtes Gefühl damit, weil ich halt meinen bestmöglichen Support bieten möchte. Deswegen schließt der Kurs erstmal wieder am 25. also 25. Dezember 2019. Um ja, kurz vor Mitternacht wird er schließen. Und ja, falls du dieses Video jetzt erst nach Weihnachten siehst, dann melde dich einfach im Schnupperkurs an, der ist kostenlos. Der zeigt dir nochmal ganz genau, was du bekommst. Du siehst im Schnupperkurs ganz easy peasy die ersten Videos, kannst schon mal schauen, wie ich so unterrichte und dir einen Eindruck bilden und bekommst dann auch Nachricht, sobald der Kurs wieder öffnet. So, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit mit mir. Wenn du den Kurs haben möchtest, dann klick jetzt in der Videobeschreibung auf den Link. Da habe ich den Kurs für dich verlinkt. Da kannst du noch mal schauen, was alles drin ist und so. Und ja, ich freue mich auf dich im Kurs und wünsche dir wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.